Grüß Gott aus Brent Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute mit drei interessanten neuen News, Nachrichten von Markenherstellern. Und die haben es heute wirklich in sich, sowohl positiv als auch negativ. Also bleibt dran bis zum Schluss. Steigen wir direkt ein, soll auch heute gar nicht so lang werden. Es geht einmal um den Modehändler Wormland, der war ja in die Insolvenz gerutscht im Januar, Insolvenz angemeldet und die Sanierung ist abgeschlossen. Das heißt, das Insolvenzgericht Hannover hebt das Insolvenzverfahren zum 31. August, also zu heute, auf und damit ist das Unternehmen gerettet. Wir finden das super, denn auch die Mitarbeiter können, soweit ich gelesen habe, behalten werden. Also Wormland hat es geschafft. Super. Zweite neue Nachricht, die ist so eine Nachricht, die normalerweise untergeht. Ich sage es aber trotzdem. Der 1. FC Nürnberg bringt für seine Klubberer, für seine Fans eine eigene Limonade auf den Markt. Und zwar mit dem Hersteller Now. Und zwar ist das Now Bio Limonade, die bringen rund 10.000 Flaschen, eine limitierte Sonderedition in der Metropolregion Nürnberg auf den Markt. Kann man dort kaufen bzw. soll nur im Nürnberger Max-Morlock-Stadion ausgeschenkt werden. Kooperation kennen wir ja oft und viele. Frankfurt hat eine Kooperation mit Pepsi und ihr kennt das auch von anderen Mannschaften. Also, das ist die zweite Nachricht. Und jetzt kommt die dritte Nachricht. Für mich der absolute Knaller, weil das geht so gar nicht. Also, ihr habt mitbekommen, Esprit ist in der Insolvenz. Esprit, Modemarke in der Insolvenz. Und jetzt ist Folgendes passiert. Esprit, der Deutschland, die Deutschland Markenrechte bzw. die EU-Markenrechte wurden verkauft. Es gibt also einen Investor, der nennt sich Alteri Partners, das ist ein britischer Investor, der hat die Markenrechte für Europa gekauft, um sie später zu nutzen. Das sage ich euch gleich nochmal, das müsst ihr mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Geschäfte, die übernimmt der ist Investor natürlich nicht, sind ja Kostengeschäfte zu betreiben und auch Personal zu beschäftigen. Das heißt, man hat also alle deutschen Läden, 56 Geschäfte wohl, geschlossen und die Mitarbeiter auf die Straße gesetzt. So, und was heißt denn das, wenn ein Investor ein Markenrecht übernimmt? Also, beschäftigen wir uns mal kurz damit. Da gibt es ja jemand, der hat vielleicht, ich weiß es nicht, vom Modegeschäft keine Ahnung. So, der hat jetzt aber die Markenrechte. Das heißt, der wird entweder billig produzieren lassen, sag ich mal, in China oder in Thailand, Vietnam, wo auch immer, und überschwemmt dann den europäischen Markt mit Esprit-Markenklamotten. Geht gar nicht. Das zweite wäre, er vergibt Lizenzen, dass irgendjemand anders Produkte unter dem Label Esprit verkauft. Geht gar nicht, denn, und das ist mein entscheidender Kreditpunkt, was ist denn mit der Philosophie dann mit Esprit? Ja, Esprit hatte eine bestimmte Philosophie, eine bestimmte Moderichtung, ein bestimmtes Design, bestimmte Kunden, die sie angesprochen hatten. Ja? Plötzlich wird Esprit irgendwas, wir wissen nicht was, und das Image der Marke ist aus meiner Sicht damit tot, kaputt, könnte vergessen, in die Tonne kloppen, wird nichts mehr werden. Ja? Also wer die Markenrechte an einen Investor und Holding verkauft und noch gar nicht weiß, was er macht und er will sie später mal nutzen, ja mein Gott. Also, Esprit könnt ihr quasi auf den Markenfriedhof schmeißen. Vielleicht mache ich ein extra Video zum Markenfriedhof. Aus meiner Sicht ist das Thema tot. Damit sind wir auch schon durch für heute. Ich denke mal, spannende Nachrichten. Vielleicht hätte ich auch ein Video nur über Esprit machen können. Aber gut, ich wollte halt heute drei Nachrichten präsentieren. Habe ich dann auch geschafft. Damit sind wir durch. Also, ihr lasst mir noch schnell einen Daumen hoch da. Abonniert meinen Kanal und dann freue ich mich, wenn ihr auch bei meinen weiteren Videos wieder mit dabei seid. Ihr wisst, die gibt es regelmäßig, die gibt es täglich. Also freue ich mich, wenn ihr auch morgen wieder mit dabei seid. Also bis dann. Servus.